Franzose erinnern, der hier zur Schule ging und seiner Stadt auch, seiner Schulstadt immer ein gutes Andenken hatte. Und davon wollen wir heute hören und dann sehen, wie es weiter ist. Denn alle, die hier heute sprechen werden, auch vom ehemaligen Zuse-Gymnasium, grüße ich den Direktor Wilke und Frau Hoffer, werden also erzählen, wie das dort zuging. Das ging nämlich auch ganz locker zu bei diesem feierlichen Akt. Und ich entsinne mich bloß daran, um Ihnen das also genau zu sagen, wie wir die Straße runtergingen. Also ich durfte Professor Zuse begleiten und ging die Straße mit ihm runter zur Hermannstraße in Richtung. Dann fragte er mit mal, weil wir immer von der anderen Seite gekommen waren, wie heißt denn diese Straße? Und da sagte ich, nun, die heißt Konrad-Zuse-Straße. Oh, dann ist es ja meine Straße, dann könnte ich mich ja richtig aufrichten, aber das geht leider nicht mehr, das Rückgrat macht nicht mit. So war er dann ganz dicht im Leben, das finde ich gut. Ich würde sagen, wir hören zu Anfang mal ein wenig, ganz wenige Texte, wie Konrad Zuse das selber erzählt. Ich glaube, dass gerade Vielseitigkeit die Voraussetzung für aus dem Rahmen gefallene Ideen sind. Eine solche Idee, ein Seitensprung der Technik, wenn man so will, war letzten Endes auch der Computer. Wir schreiben das Jahr 1947 und immer noch lebe ich in Hopferau im alten Vorland. Inzwischen im Besitz eines Fahrrades steht mir zwar nicht die Welt, doch wenigstens die nähere Umgebung offen. Und nicht alle sind so harmlos wie die von dem Herrn, der eine Dame durchs Abteilfenster hilft und ihr dabei die Schuhe auszieht. Schuhe sind, wie so vieles, Mangelware. Kann man sich vorstellen, wie Stucken und mir zumute war, als wir in einer solchen Zeit beschlossen, ein Ingenieurbüro zu gründen? Unser Mut resultierte nicht zuletzt aus der Einsicht, dass wir nichts zu verlieren hatten. Wir gründeten ohne große Formalitäten das Zuse Ingenieurbüro Hopferau bei Füssen. Und dann 1949. Immerhin fand nun der Computer allenthalben öffentliches Interesse. Bald aber hatte es sich herumgesprochen, dass offenbar noch mehr in diesen neuen Maschinen steckte. Die Journalisten erfanden das Schlagwort vom Elektronengehirn. Und ich hatte mehr als einmal Anlass, den Kopf zu schütteln, wenn gelehrte Leute durchaus Kapazitäten auf ihrem Gebiet sich gegen solche Übertreibungen verwahrten. Hatten sie über die Zukunft des Computers wirklich nachgedacht? Dass sie die Journalisten beruhigten, war recht und schön. Ich hatte nur den starken Verdacht, sie glaubten selber, dass unsere Maschinen völlig harmlos seien. Professor Horst Zuse, der Sohn von Konrad Zuse, studierte Elektrotechnik an der TU Berlin. Er ist Professor für praktische Informatik. Heute hält er in aller Welt Vorträge über seinen Vater Konrad Zuse. Dieses Engagement begann am Grab seines Vaters im Dezember 1995, als Professor Hermann Flessner ihn dazu bewegte mit den Worten: Jetzt bist du dran. Ja, mit einem solchen Vater, das ist nicht so einfach. Und kann mich ja zurück entsinnen bis 1949. Ich bin 1945 geboren, das ist kein Geheimnis. Es gibt 1949 ein wichtiges Datum und dann, ja eigentlich erst wieder 1995, da kam Hermann Flessner ins Gespräch. Aber fangen wir mit 1949 an. Ich durfte immer in die Zuse KG mitgehen. Die Zuse KG, eine Firma mit drei Leuten gegründet in der Nähe von Fulda, und das war Forschungsspot. Und bin ziemlich sicher, dass es heutzutage, das Gebäude sieht noch aus wie damals, nach so langer Zeit, die erste Firma war, die kommerziell Computer bauen wollte. Und ich sag mal ganz ehrlich, von einem Verrückten.
Denn 4 Jahre nach Kriegsende in einem zerstörten Land, zu glauben, man könne solche Maschinen bauen und es gäbe auch noch jemanden, der die haben will. Und er hat Glück gehabt. Der ehemalige Feind, die USA, haben ihn unterstützt, die Firma Remington Rand, 1950, ich kann mich entsinnen, er war 8 Wochen in den USA eingeladen und sie haben ihm Aufträge gegeben über die Schweiz. Und heute kann ich sagen, dass diese Aufträge im Widerspruch zu den alliierten Kontrollratsgesetzen standen. Es wurde in der Zuse KG geheim gefertigt, obwohl man das nicht machen durfte. Aber das ist alles lange her und es gibt kaum noch Augenzeugen, die davon mehr berichten können. Ja, kurzum, ich werde immer wieder bei vielen, vielen Vorträgen und der Name Zuse ist heute ein Renner. Ich habe es nie geglaubt. Ich habe etwas getan, als junger Kerl, also 4, 5 Jahre, durfte ich immer in die Zuse KG. Und nicht er hat mir gesagt, was da gemacht wird, sondern die Mitarbeiter. Die haben mir es erklärt. Und es gab eine Anweisung an den Leiter des Lagers, Herrn Ruppel: Alles, was wir nicht brauchen, in mein Auto und bekommt mein Sohn. Naja, und wir hatten eine große Garage. Und ich hatte ganz oben, Hermann, du kennst das, ganz oben in unserem Wohnhaus, hatte ich alle Räume zur Verfügung und konnte da etwas tun. Ich werde immer gefragt, Herr Zuse, wie haben Sie denn diese Zeit empfunden? Ja, ich hatte diese Teile, Relais, Kabel, Lötkolben, Röhren, unheimlich viel. Und was habe ich damit gemacht? Was gab es damals nicht? iPhone gab es nicht, Handy gab es nicht, Smartphone gab es nicht, Telefon gab es nicht, UKW-Radio habe ich selber gebaut, ja. So, aber was es gab, war die Märklin-Eisenbahn. Und da ich kein Fußballer war, hat mich das auch nicht interessiert, ein Schwimmbad hatten wir schon. Und da habe ich angefangen und die Märklin-Eisenbahn wurde immer größer und größer und größer, also Weihnachten, Geburtstag wurde immer größer. Und dann habe ich angefangen, die mit den Geräten, die ich aus der Zuse KG hatte, zu programmieren. So, und das war so 1957. Und ich komme gleich noch auf andere Geschichten. Und ab 1957 nie wieder daran gedacht. Da kam dann so langsam die erste Freundin und dann habe ich da nicht mehr so viel Lust gehabt. Aber bei meinen vielen Vorträgen, die ich halte, und da komme ich auch gleich noch drauf, habe ich ab und zu erwähnt und zeige Fotos von meiner Märklin-Eisenbahn. So, und da kam neulich mal, vor 3, 4 Jahren, jemand zu mir, ein Zuhörer, und sagte: Herr Zuse, das, was Sie da als 12-Jähriger gemacht haben, das müssen Sie der Firma Märklin in Göppingen mal schreiben. Habe ich gemacht. Aber die war zu arrogant, um mir zu antworten. Carina Hoffmann, Französischlehrerin am ehemaligen Konrad-Zuse-Gymnasium in Hoyerswerda, berichtet über die Namensgebung des Gymnasiums im Jahr 1993, zu der Konrad Zuse persönlich gekommen war, und von der Fahrt einer Schülergruppe zu Konrad Zuse in sein Haus und Atelier nach Hünfeld im Jahr 1994. Würde Herrn Wilke jetzt gebühren, zu reden, weil er hat das Ganze initiiert als unser Schulleiter vom damaligen Konrad-Zuse-Gymnasium. Ohne Herrn Wilke bzw. die Initiativen der Schüler und Eltern hätte es den Namen sicher auch so nicht gegeben, glaube ich. Und dem geht natürlich ein Schriftverkehr voraus zwischen Herrn Konrad Zuse und Herrn Wilke. Und Herr Butter, der damalige Mathematik- und Physiklehrer dieses Gymnasiums, der hat diesen Schriftverkehr durchgeführt. Aus dem Schreiben von Konrad Zuse
vom 20.10.1992. Sehr geehrter Herr Direktor Wilke, in Ihrem Auftrag schrieb mir Herr Michael Butter einen Brief, in dem er mich um die Erlaubnis bat, dass Ihr städtisches Gymnasium in Zukunft Zuse-Gymnasium heißen soll. Ich betrachte es als eine hohe Ehrung, dass man bei der Namensgebung an mich gedacht hat, zumal ich im Jahre 1927 an dem damaligen Reform-Realgymnasium mein Abitur gemacht habe. Dieter Wilke, der Direktor des ehemaligen Zuse-Gymnasiums, bedankt sich bei Martin Schmidt, der die Idee hatte, das erste städtische Gymnasium in Hoyerswerda nach Konrad Zuse zu benennen. Und ich selbst habe noch die Rede gehalten. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe zunächst überhaupt nicht gewusst, wer Konrad Zuse ist. Und habe zum Glück dann so ein Fortbildungsheft gefunden, das von irgendeiner Akademie aus Dresden stammte. Und da habe ich das erste Mal ein Bild von ihm gesehen und auch gelesen, was er alles so in seinem Leben gemacht hat. Und habe mich dann erstmal mit ihm ein bisschen beschäftigt. Und ich war dann sehr froh, dass ich ihn auch persönlich begrüßen konnte. Und das war so mein letzter Eindruck noch. Und wie gesagt, das war also noch ein Glücksgriff, dass uns Herr Professor Zuse erlaubt hat, seinen Namen zu führen. Und auch sein Sohn hat uns ja dann später oft unterstützt. Ich erinnere mich noch, er hat die letzte Abiturrede gehalten, als unser Gymnasium geschlossen wurde. Hat er vor den Schülern noch einmal gesprochen und das war alles sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich bin ihm noch heute sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat und dass die Tradition also fortgeführt worden ist. Dankeschön. Ich habe als relativ junger Mensch zuerst mal den Namen gehört, Ende der 60er Jahre, von meinem Onkel. Mein Onkel war mit der Schwester von Konrad Zuse in das Lessing-Gymnasium gegangen und allerdings ein Jahr später, Frau Böbel, hat er dann sein Abitur abgelegt und er fragte mich immer, weißt du überhaupt, wer Zuse ist? Ja, das war dann für mich Potemkinsches Dorf, muss ich so sagen. Ich habe also das implantiert bekommen. Mit Zuse hat man sich zu beschäftigen. Beeindruckend. Für mich ist nach wie vor, dass die Persönlichkeit Zuses nun wie Phönix aus der Asche, würde ich mal so fast sagen, auch in Deutschland, auch hier in Hoyerswerda, vom Namen her, nun aufsteigt und nicht vergessen wird. Es ist ja kein Geheimnis, dass viele immer nicht wussten, wenn das Wort Computer fiel, dann fielen also berühmte Namen, die ich jetzt hier nicht nenne. Aber Zuse, das wusste immer keiner. Aber wir sind verpflichtet, diesen Namen weiterzuführen. Das machen wir als Konrad Zuse Forum. Und wir wollen also auch die Sammlung nunmehr, das ist ja inzwischen auch über die Medien bekannt, dass wir das Konrad Zuse Museum, das ja ein Museum unseres Vereins ist, in eine bessere Unterkunft bringen wollen. Und daran wird gearbeitet. Und das ist nicht so einfach. Es gibt da drei Hauptpfeiler, die zu mauern sind. Das eine ist also erst einmal, dass der Bau passiert, dann kommt der Umzug dorthin und dann machen wir uns große Gedanken, verbunden noch mit gegenwärtig auch großen Sorgen, um die dauerhafte Gestaltung dieses Museums und die Erhaltung dieses Museums. Aber ich würde sagen, mit zusischem Geist, der also avantgardistisch war. Avantgardist ist ein Mensch, der in ungeprüftes Land vorangeht, um dort etwas zu entdecken, was bisher nicht bekannt ist, und dann andere nachzuziehen. Das war Konrad Zuse. Und also den zusischen Geist weiter im Namen von Konrad Zuse für Hoyerswerda, denn er hat auch nicht zuletzt mal gesagt, mit der erhobenen Zeigefinger, nutzen Sie meinen Namen schamlos aus. Er meinte, das nicht in Selbstüberheblichkeit, sondern er wusste schon um die Bedeutung des Namens Zuse und das sollten wir dann auch übernehmen. Es ist für mich übrigens auch, das wollte ich noch sagen, sehr beeindruckend, wenn die heutigen Zuseaner, die ja noch leben aus dem Werk, die im Werk gearbeitet haben, auf Initiative von Professor Horst Zuse
noch regelmäßig zusammenkommen. Sie werden natürlich auch weniger, das ist die Biologie. Und ich konnte an einem solchen Treffen auch teilnehmen, wenn man mit diesen Menschen spricht, die ja alle aus anderen Berufen kommen und die auch vorher nicht gewusst haben, auf was sie sich dort einlassen. Aber daraus ist übrigens auch ein schöner Satz entstanden, da sind eben alle Berufe bei Konrad Zuse sozusagen während der Arbeit ausgebildet worden und da gibt es ja den Satz ungefähr aus Maler, Fleischer und Friseure werden bei Zuse Ingenieure. Und das sollten wir uns auch immer zum Vorbild nehmen, wenn es darum geht, dass wir über Probleme reden. Denn ich glaube, dieser Satz hätte Konrad Zuse auch gut gefallen. Hast du ein Problem, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem draus. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt kaum eine Stadt, die so viel über Zuse weiß wie Hoyerswerda. Das ist der Eindruck, den ich gewonnen habe, wenn ich auch in anderen Städten mal die Gelegenheit bekomme, über Zuse zu sprechen oder Leute treffe, die mit Computern zu tun haben. In Hoyerswerda weiß man, wer er ist. Nun weiß ich seit knapp einer halben Stunde, dass ich jetzt auch was sagen soll. Ich hatte zwar eine Einladung bekommen von Herrn Schmidt, für die ich ganz herzlich danke. Und es war mir auch aus dem Grunde, weil Herr Schmidt mich eingeladen hat, mir ein Anliegen auch zu kommen. Wenngleich ich nur heute Abend hier sein kann, muss leider morgen Nachmittag wieder in Hamburg sein. Und da habe ich mir überlegt, was soll ich denn sagen? Auf der Autobahnfahrt von Hamburg heute Morgen nach hier, übrigens nicht 400 Kilometer, sondern 440, wenn man durch Berlin fährt, die Strecke ist es also immerhin, habe ich mir Gedanken gemacht, du wirst hier sicherlich gefragt werden, ob du noch drei oder vier Worte sagst. Und da habe ich mir überlegt, ich sollte etwas sagen, was noch nicht geschrieben ist und auch von mir noch nicht erzählt wurde und auch von mir nicht geschrieben wurde. Es gibt noch eine ganze Reihe neben unserer Beziehung hier laufenden Anekdoten, die sich sicher interessieren. Ich fange mal an, ausnahmsweise mal mit mir, der Esel fängt immer mit sich jetzt selbst an. Als ich als junger Bauingenieur in einer großen Baufirma tätig war, die es übrigens heute noch gibt, bei der Firma Eduard Zyprin AG, wurde ich eines Tages mitten im Konstruktionsbüro und mit Statikaufgaben befasst, ob ich wüsste, dass es in der Universität, also an der Technischen Hochschule, an der ich studiert habe, nämlich an der Technischen Hochschule Hannover, inzwischen eine Maschine gäbe, die hieße Zuse. Aha, ja, nö, nie von gehört. Das dauerte nicht lange, da lernte ich dann, dass sie nicht Zuse ist, obwohl Konrad Zuse mal von seinem Lehrer so beschimpft wurde, du solltest lieber Zuse heißen, du passt nicht auf, anstatt Zuse, hat er selbst geschrieben in dem Buch, steht in seinen Lebenserinnerungen. Aber ein halbes Jahr später bekam ich mit dieser Zuse-Anlage zu tun. Das überspringe ich jetzt, es geht ja darum, was sind die Nebensächlichkeiten. Ich musste wieder nach Hannover, habe dort auf einer Zuse Z22 gearbeitet. Und was das heißt, ist ja einigen von Ihnen bekannt. Das ist eine Maschine, die so groß ist, sie steht ja im Museum, wie zwei Kleiderschränke, davor ist noch ein Schreibtisch. Und alleine das Anstellen und Abstellen ist schon abenteuerlich. Ich habe eine kleine Beschreibung mal vorgenommen vor vielen Jahren, wie denn die Maschine überhaupt angestellt wird. Und der erste Handgriff ist das Aufdrehen eines Wasserhahns für das Linde Kühlgerät. Aber alle anderen Schritte vergesse ich jetzt. Ich hatte dann zu tun mit der Zuseanlage und bin dann an das Institut für Massivbau nach Hannover zurückgegangen, wo ich auch studiert hatte, bei einem Professor Zerner, geschrieben groß Z klein Erner, was natürlich später auch dazu führte, dass er bei Zuse sagte, groß Z klein Use, aber ohne H. Und das gefiel Konrad Zuse übrigens gut. Aber dann hatte ich wirklich mit der Maschine zu tun und im Jahr 1967 begann es auch für mich, einen Kontakt aufzubauen zu meinem Kollegen in der damaligen DDR. Professor Dr. Hermann Flessner, 1993 mit Konrad Zuse in Hoyerswerda. Zur Namensgebung des Zuse-Gymnasiums traf sich Konrad Zuse auch mit Schulfreunden aus der Abiturklasse von 1928. Konrad Zuse hatte in seinem Schreiben an die Schule
das Jahr 1927 angegeben, die Archive allerdings belegen, dass es 1928 war. Rechts neben ihm seine damalige Tanzstundendame Edith Werricher. Professor Flessner erzählt dazu eine berührende Geschichte. Von Hünfeld nach Hoyerswerda gefahren. Und holte ihn, ich war fuhr erst von Hamburg nach Hünfeld, lud ihn ein und sind wir von da hierher gefahren. Und bei einer, ja, irgendwo in der Gegend von Gera, sagte er, ich muss an der nächsten Tankstelle halte bitte. Gut, habe ich gemacht, ausgestiegen, ich gehe doch mal eben rein, dann kam er nach einer, es dauerte relativ lange, kam er wieder mit einer Blume, mit einer Anthurie, in einem Reagenzglas, mit Wasser. Ich dachte, so, die muss ich mitnehmen. Und ich dachte nur, was das wohl wird. Aber er hat nachgedacht, denn das war in der Veranstaltung, ich glaube, in der er Ehrenbürger wurde. Da gab es noch eine kleine Aktion mit, da waren wir im Schwarzen Pumpe und anschließend hatten wir von der Geschäftsführung von der Schwarzen Pumpe eingeladen, ein kleines Abendessen. Und da saß plötzlich seine Klassenkameradin, seine Tanzstundenfreundin dabei und der hat er dann die Antwort. Im Reagenzglas. Das sollten Sie wissen. Das war Edith Werricher. Im Hotel zur Mühle. Die Geschichte war so, er saß dort und wir haben alle geredet, es war die Vorstandssitzung von uns zwei. Und wir waren die Tür auf und da stand eine Dame in ihrem schönsten Gewand. Und keiner nahm Bekenntnis, wusste ja nicht, wer es ist. Und er guckte mit mal hin zur Tür, guckte nochmal und sagte, du hier? Und dann sagt, ja, ich bin hier. Und das war seine Tanzstundendame aus dem Jahr 1927 und die hat sich bis 95 nicht gesehen. Bis 96 Jahre alt. Keine Rose, Anturi.